So, heute im Test der neue Medion LCD LED Blacklight TV. 65 Zoll, man sieht es jetzt erstmal gar nicht, glaube ich, hier so auf dem Display, wie riesig der ist. Aber, zeige ich den vielleicht nochmal größer. So nach dem Aufbau, echt wirklich tolle Größe, angenehm. Super, jetzt mache ich erstmal hier den Ton leiser, damit ihr mich versteht. Ich habe gerade hier den Fernseher aufgebaut, das geht relativ fix, schnell aus der Verpackung und die Füße dran geschraubt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Sehr intuitives Menü, auch was so der Sendersuchlauf und so weiter ist. Deswegen kann man schnell loslegen. Von der Verarbeitung her erstmal an sich super wirklich gemacht. Sehr dezent alles gehalten. Das Bild steht eindeutig im Vordergrund. Und wie ihr seht, man sieht das zwar wahrscheinlich auf dem Video nicht, aber von der Bildqualität in Anbetracht des Preises einfach wirklich super, kann ich super empfehlen. Man hat zwar immer ja gesagt, man soll so dreimal vom Display wegsitzen, hier von der Diagonale her gesehen, aber hier kann man auch ohne Probleme aufgrund der Schärfe auch ruhig etwas näher sitzen. Was gibt es noch zu sagen? Ich hatte bislang noch kein Medion TV, bin daher erstmal wirklich begeistert. Ich dachte immer so, die Qualität lässt da vielleicht eher zu wünschen übrig, aber ich habe mich einfach jetzt überzeugt und kann euch davon nur überzeugen, wie gut auch die Qualität des Bildes ist, die Verarbeitung, alle möglichen Anschlüsse sind vorhanden. Ich zeige das mal vielleicht noch von hinten. Das relativ übersichtlich hier hinten alles gehalten und hier unten seht ihr sämtliche Anschlüsse, die ihr braucht, HDMI, VGA, LMB, SCART und so weiter und so fort, alles vorhanden. Hier auch nochmal die Füße zu sehen, edle Metalloptik, deswegen passt der sich hier, wie ihr seht, perfekt hier bei mir herein. Und ja, ich würde sagen, kann ich jetzt einen entspannten Fernsehabend machen, weil ich hatte vorher viel, viel kleineren Fernseher und war dann immer begeistert, wenn da so andere mit ihren größeren Fernsehern und so und habe mir jetzt endlich selbst davon überzeugt, es ist einfach es ist wie Kino zu Hause. Von daher meine absolute Kaufempfehlung für diesen Fernseher.